Guten Abend, Herr Decker. Herzlich willkommen hier im Renaissance-Saal des Ledenhofes, wo wir Sie heute eigentlich bei einer Lesung hätten erleben dürfen. Stattdessen stellen Sie uns heute Ihr Buch auf diesem Wege vor. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Anlässlich Justus Mösers 300. Geburtstag ist das Möser-Jahr. Ich zeige einmal das Programmheft. Mit seinen zahlreichen Veranstaltungen in Osnabrück, aber auch in der Region unter der Ägide des Landschaftsverbandes Osnabrück, mit zahlreichen Kooperationspartnern, eine Hommage an den bedeutenden Politiker, Schriftsteller und Historiker. Das Programm umfasst unterschiedlichste Projekte. Hier sehen wir ein Beispiel aus einer Plakatausstellung des Landschaftsverbandes Osnabrück mit zum Teil sehr überraschenden Aussagen Mösers, hier gleich sehr passend zur Dichtung. Wir sehen aber hier auch ein Beispiel aus einem Kunstprojekt von Toni Walz am Graf-Stauffenberg-Gymnasium, im Rahmen dessen sich Schüler mit Justus Mösers Leben und Werk auseinandergesetzt haben. Zunächst darf ich Herrn Decker in aller Kürze vorstellen. 1977 in Kassel geboren, lebt und arbeitet er als Schriftsteller in Osnabrück. Er studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und schrieb Hörspiele und Features für ARD, Deutschlandradio und SRF. Daneben schrieb er zahlreiche Bücher, Theaterstücke, Erzählungen. Lieber Herr Decker, bevor wir ins Gespräch über Ihren Roman kommen, sind wir gespannt, zunächst von Ihnen gelesen zu hören, wie er beginnt. Erster Teil, worin ich mich vorstelle. Ich, Justus Möser, bin also auf die Welt gekommen, um zu bleiben. Dies war im Jahr meiner Geburt 1720 noch nicht absehbar. Alles wirkte so, als würde ich den üblichen Gang des menschlichen Lebens antreten. Mein Vater war Jurist, auch ich wurde Jurist. Er machte mit meiner Mutter eine gute Partie, auch ich machte eine gute Partie, indem ich meine Regina ehelichte, die, obwohl 4 Jahre älter als ich, mir viel häusliche Freude bescherte, außerdem ein stattliches Vermögen in unseren Lebensbund einbrachte und durch ihre gehobene Stellung in der Osnabrücker Bürgerschaft mein gutes Fortkommen in derselben garantierte. So ging es weiter, ich reüssierte auf allen Feldern des Lebens, war im hohen Alter als Staatsmann, Historiker, Schriftsteller anerkannt und bin heute, wie ich längst bemerkte, als Kolossalstatue auf der großen Domsfreiheit in Osnabrück verewigt. Nur sterben konnte ich nicht, wiewohl alle Menschen davon ausgingen und auch ich selbst, da man mich im Jahr 1794 in der Kirche St. Marien einen Steinwurf von meinem Geburtshaus entfernt, beerdigte. Ich aber stand bald wieder auf, als wäre nichts geschehen, verließ St. Marien durch das Seitentor und blinzelte auf dem Osnabrücker Marktplatz in die Sonne. Die Menschen um mich herum, das spürte ich sogleich, nahmen gar keine Notiz mehr von mir. Sie machten einen kaum merklichen Bogen um mich herum, als sei da etwas, dem sie ausweichen müssten, aber sie sahen dieses Etwas gar nicht, das ich selbst war. Nun, jener komische, gleichwohl bedrückende Zustand, denn mehr als 200 Jahre sind eine lange Zeit, änderte sich plötzlich mit dem Jahreswechsel hin zum Jahr 2020. Da wurde ich erstmals wieder von den Bürgern der Stadt registriert und da setzte mein Leben auch insofern erneut ein, als ich seit langem ungekannte irdische Bedürfnisse hatte. Ja, Hunger und Durst überkamen mich nach Ewigkeiten wieder, mein Aufzug erschien mir jetzt schrecklich antiquiert, meine Haare wollten auf einmal geschoren werden. Ende des ersten Teils. In Ihrem ersten Roman haben Sie den 1786 geborenen Schriftsteller Johann Gottfried Säume in die heutige Zeit geholt. Sie tun dies jetzt mit Justus Möser. Was ist es, was Sie so sehr daran reizt, einen Menschen in eine andere Zeit zu transponieren? Und was sind Ihrer Meinung nach die Chancen, aber auch die schriftstellerischen Herausforderungen an einem solchen Zeitsprung?
Also mich reizt der Tod, mich reizt das Spielerische in der Prosa, den Tod zu überwinden. Das kann eben die Prosa im Gegensatz zu allen anderen Bereichen des Lebens so tun, als würde ein Mensch aus der Vergangenheit nach wie vor leben. Die Chancen sind aber gleichwohl wichtig und die bestehen für mich darin, dass man eine vergangene Zeit sehr lebendig machen kann, wenn die Protagonisten aus der Vergangenheit Beteiligte unserer Gegenwart sind. Es ist dann doch was ganz anderes, durch diesen Doppelblick, der Frühere beleuchtet unsere Gegenwart und wir Gegenwärtigen beleuchten im Partizipierenden auch wieder dessen Vergangenheit, als würde ich im Sinne eines historischen Romans in diese Epoche eintauchen. Und als letztes dazu finde ich, dass sich Aufklärung und unsere Gegenwart sehr berühren. Es ist sozusagen die Aufklärung eine Art Antizipation unserer Gegenwart und von daher bietet es sich bei den Protagonisten Säume und Möser einfach sehr an, dieses Zeitsprungspiel zu machen. Vielen Dank, wir freuen uns nun auf eine zweite Passage aus Ihrem Roman. 11. Teil, worin ich mich erneut mit Goethe auseinandersetze. Ich würde Goethe mitteilen, würde ich mich noch einmal mit ihm austauschen können, dass mir im Fortschreiten der Jahre meine Aufgaben in Justiz und Politik immer weniger Raum ließen für neue literarische Stücke. Das ist im Rahmen meiner verantwortungsvollen politischen Aufgaben, da unser neuer Osnabrücker Fürstbischof ein Kind von 6 Monaten war und wir also sehr lange stellvertretend für ihn das Hochstift regieren mussten, bald befriedigender für mich war, irgendeinem Bauern aus der Patsche zu helfen, als ein nächstes schriftstellerisches Kabinettstück zu verfassen. Wie gelang es Goethe selbst, beides immer so gut zu vereinbaren, Vernunft und Empfindungen, sein Ministeramt in Weimar und seine poetische Produktion? Schon richtig, es fehlte mir nicht an guten Geistern. Jenny half mir bei der literarischen Arbeit, Freund und Verleger Nikolai drängte mich ständig zum Schreiben. Aber es waren doch ganz unzweifelhaft sehr viel bedeutendere Erfolge, die ich politisch erringen konnte. Mit Strafzöllen gegen das billige preußische Salz, unsere Saline in Rothenfelde zu retten, durch großzügige Kreditgabe aus Mitteln des Hochstifts oder gar meinen eigenen, manches Kleingewerbe in Osnabrück zu erhalten, sogar neu anzusiedeln, das Töpferwesen etwa oder die Tuchstickerei, denn die Wirtschaft konnte nicht auf einem Gewerbe allein ruhen. Der Wohlstand der Bürger verlangte nach vielfältigen Aktivitäten auf diesem Gebiet. Ich würde mit ihm bestaunen, wie stark mein Osnabrück expandiert hat, wie es sich heute durchaus messen kann mit den meisten europäischen Städten unserer alten Zeit, wenn auch immer noch nicht mit meinem guten London. Justus Möser war nicht nur der sozial gesonnene Staatsmann, sondern interessierte sich auch für die Kultur, für Literatur, für Theater und setzte sich auch aktiv dafür ein. Um noch einmal auf Ihren eben gelesenen Textabschnitt zurückzukommen, wie ist Ihrer Meinung nach das Verhältnis Mösers zu Goethe einzuschätzen? Also es ist ein kollegiales, wertschätzendes Verhältnis und auch das Verhältnis des älteren Autors Möser zum 30 Jahre jüngeren Goethe. Beide finden sich unter dem Begriff der Nationalliteratur, die damals also erst aufblühte. Und beide befreiten sich zeitgleich von sozusagen Bildungszöpfen, die vorher lange kursierten, die die beiden auch plagten. Man könne also die Dramen nur nach der griechischen Form schreiben, mit griechischen Inhalten. Und das Verhältnis der beiden kühlt in dem Moment auch wieder ab, als dann Goethe genau diesen Sprung macht mit der Iphigenie und wieder zu den alten Griechen zurückkehrt. Aber wir können sagen, dass Möser für den jungen Goethe eine Art Wegbereiter und Mentor aus der Ferne war. Ja, vielen Dank. Es ist ja auch interessant, dass für Justus Möser die Harlekin-Figur ja auch eine Rolle spielte. Ich freue mich auch, dass die Schüler das aufgegriffen haben. 13. Teil, worin ich über das Schicksal meiner Tochter nachdenke. Fürwahr, noch immer spielen die Kinder wohl so, wie meine Tochter Jenny es einst getan. Das Backen der Sandkuchen, das Bekleiden der Puppen, das Bemalen der Pflastersteine mit Kreide,
Ihre Fantasie wird die identische sein, ihr Zutrauen in die Welt auch. Und erst aus beidem, Fantasie und Zutrauen, entsteht doch der Mensch. Aber schaffen es die Menschen überhaupt noch, sich von all ihren technischen Erfindungen zu lösen, um ernst zu sein und zu spielen? Wer liest noch konzentriert ein Buch vom Anfang bis zum Ende? Wie Jenny sich irgendwann von ihren kindlichen Spielen löste, eine Frau wurde, eine empfindsame Gattin, Unterstützerin des poetischen Dilettierens ihres Vaters, die mit Goethe korrespondierte, die mich fast besser verstand als ich selbst. Herr Decker, Ihrem Roman gelingt es ganz zweifellos, neugierig darauf zu machen, diesen Justus Möser näher zu entdecken. Erlauben Sie mir noch eine abschließende Frage. Sie haben sich vor allem mit Hörspielen und Features einen Namen gemacht. Wir durften Sie ja auch hier im Renaissance-Saal schon mit Ihren Hörspielen erleben. Dürfen wir uns nach dem Möser-Roman auch auf ein Hörspiel freuen? Also ich werde den Roman bei Hörspielredaktionen vorschlagen und da gilt das Prinzip à la James Bond, sag niemals nie, mal abwarten. Ansonsten bin ich der Meinung, dass Möser, so wie ich ihn behandle, jetzt auch in dem Roman erstmal zu seiner Form gefunden hat und sozusagen in diesem Prosa-Kleinod wirklich gut wirkt. Die Arbeit an diesem Roman wurde übrigens mit einer Projektförderung der Stadt Osnabrück unterstützt. Wir freuen uns, sobald es die Situation wieder erlaubt, Sie im Rahmen einer ausführlichen Lesungsveranstaltung hier erleben zu können. Für alle, die dies nicht abwarten möchten, ist der bei Meinders und Elstermann erschienene Roman Mösers Rückkehr ab sofort im Buchhandel erhältlich. Herr Decker, vielen Dank, dass Sie heute zu dieser Schnupperlesung in den Lehnhof gekommen sind. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für die Einladung und ich freue mich, dass ich hier schon mal ein klein wenig von dem Buch vorab präsentieren durfte. Danke.